Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, ihr seid gut drauf und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich hatte ein bisschen Spaß und mein Sohn hatte eine ganze Menge Spaß. Und das liegt an diesem schönen generischen, vermutlich generischen Lastwagen. Dieser Lastwagen ist von Wangi. Und mein Sohnemann hat die ganze Kabine gebaut. Und hier hinten hat ein Teil meine Tochter und ein Teil er und ein Teil ich gebaut. So sieht das von oben aus und so von unten. Dieses Teil ist relativ günstig und es hat mir eigentlich gefallen, weil es nämlich so eine schöne Ladefläche hat, wo der Sohnemann richtig schön mitspielen kann, weil er mag Lastwagen, verständlich, wer nicht. Ja? Gehen wir erst das Übliche durch. Ausnahmsweise mal habe ich eine Verpackung. Ich habe es nämlich in der EU gekauft. Die Abenteuer-Rückseite, wie der Held das nennt, also die Rückseite ist halt Dama. Es sind 323 Teile für rund 15 Euro. Das heißt, wir haben ungefähr so 5 Cent pro Teil. Ist okay. Eine etwas große Verpackung, aber es geht. Ist nicht so ernsthaft relevant. Aber ich wollte es euch gezeigt haben. Dann gehen wir doch als erstes noch den Lastwagen richtig durch. Es wird hier so aufeinander gesetzt und der hat eine schöne kleine Stütze. So, guckt mal. Also, was mir wirklich gefällt, ist die Form, typisch moderne Form. Ich kann euch nicht sagen, ob es die so in Asien gibt mit so einer Front. Es steht aber, ich glaube es aber. Warum? Weil Wangi in letzter Zeit, zu dem Zeit, wo sie den angefangen haben rauszubringen und einen anderen Lastwagen, auch kleine Sportwagen gemacht haben und jede Menge Sportwagen, die klar erkennbar sind als Porsche, als Bugatti, als sonst was. Sie sind nicht so angeschrieben. Aber genauso sehen sie aus. Deswegen kann es also gut sein, dass so ein Lastwagen mit so einer Front in Asien rumfährt. Bei uns habe ich jetzt mal drauf geachtet, die sehen eigentlich eher so ein bisschen abgeschreckt da vorne aus. Anyway, hier vorne haben wir richtig schön bullig die Stoßstange vorne. Die Qualität der Steine ist wangetypisch wirklich super. Wie gesagt, mein Sohnemann hat gebaut. Ab und zu musste ich ein kleines bisschen nachdrücken, aber nur ein bisschen. Das hat er ganz ordentlich hingekriegt. Die Fahrerkabine ist nicht dafür gedacht, dass man es so abnimmt, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ist eine sehr simple, einfache, kindgerechte, zum Spielen benutzbare Innenkabine. Was ich schön finde, ist, dass es Türen gibt. Was ich bescheuert finde, ist, dass die Türen nirgendwo festgemacht sind. Also sie sind schon festgemacht, nachher mit dem hier. Nein, sind sie nicht. Sie sind nicht festgemacht, genau. Die sind nicht festgemacht. Das heißt, man zieht sie raus. Strunzdoof. Weiß ich nicht. Vielleicht hat doch der Sohn mal einen Fehler gemacht, aber ich glaube fast nicht. Der stellt sich nämlich ziemlich geschickt an bei solchen Sachen. Habe ich bis jetzt mal festgestellt. So, da haben wir das. Das ist da vorne. Wo kommt der Aufbau? Nö, ist auch da. Ist auch da frei. Genau, wusste ich es doch. Solomon ist gar nicht du. Ups. Also, den habt ihr jetzt gesehen, ne? Beachtet die schönen Chromteile da hinten, die Auspuffrohre. Richtig schönes Chrom. Die Teile sind auch sehr schön. Auch hier, das hier, es ist nicht hundertprozentig mikrokratzerfrei, aber es ist Transclear, ein schönes Blau, gefällt mir sehr gut. Rot hat untereinander keine Farbabweichungen, also Wangi-typisch. Bis jetzt geht es weiter mit Wangi, wie ich sie kennengelernt habe. Gute Qualität. Bevor ich jetzt noch mal kurz, gehen wir erst mal den Rest ein. Dann haben wir unten
So die kleinen typischen Aufbauten, schöne Rückleuchte unten drunter. Ups, das fällt natürlich ab, wenn man da dran kommt. Hebelwirkung nennt sich das. Hebelwirkungssprache. Und schmiss alles runter. Wer hat das überhaupt so weit draußen? Nein, es gehört weiter rein. Oder? Na, ich würde sagen, gehört weiter rein. Ne? Naja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also die hier, die fallen die ganze Zeit runter, weil man nur leicht rankommen muss. Das sind halt diese typischen Zylinder. Ne? Ihr kennt das. Genau. Genau. So, das war mal der Ding. Und jetzt gucken wir die Ladefläche an. Alles, was ihr hier seht, sind Aufkleber. Ja, jede Menge Aufkleber. Aber es sind transparente Aufkleber. Was bedeutet, dass wenn man die Luft schön rausgedrückt hat, ne, ihr seht das, dann passt wenigstens alles zur Farbe. Auch hier unten natürlich Nummernschild, Aufkleber ist klar. Ein sehr schöner, ich sag's mal generischer, solange ich es nicht besser weiß, Lastwagen, mit dem junge Baumeister richtig Spaß haben können. Also mein Sohnemann hatte Spaß damit und der hat das jetzt schon eine Woche gespielt und er sieht immer noch komplett aus. Also dass er die nicht dann abgerissen hat, das wundert mich. Aber ansonsten tipptopp. Immer noch alles da. Gute Qualität. So, apropos Qualität, man bekommt wangetypisch eine ganze Menge. Das finde ich immer noch toll, dass sie das beibehalten haben. Zum Beispiel schöne rote Fliesen. Die kann man doch immer brauchen. Die kann man immer brauchen. Die sind toll. Auch sonst so, zweimal Wirring. Ja. Spezielles solches Teile, Grills, Reifen übrig. Ich mag Wangi, wirklich. Gute Preise, gute Qualität der Steine und immer ein Haufen Extras, die man brauchen kann. Und nicht nur so klein gefuddelt, wie man das bei vielen anderen herbekommt. Das finde ich toll. Also, eben ist, das ist der Aufkleberbogen. Ne? Eben ist natürlich sehr, sehr viel groß. Halt, praktisch nur hier vorne das Nummernschild, auf der Rückseite Nummernschild und hier die Aufkleber, die da oben und auf der Seite. Man kann es auch weglassen, würde ich jetzt mal so locker behaupten. Ich würde nicht, würde den Spielspaß keinen abbrechen. Mein Sohnemann macht sie nicht drauf, der kommt dann zu mir. Daddy, mach du das bitte? Was mich auch erstaunt hat, ist, er konnte dem Ganzen gut folgen, obwohl sehr viel abgeht. Ihr seht, ne? Es ist nicht Lego-like oder Cuban-like, wo man in sehr kleinen Handvöllchen hat, wo so eine Kinderhandvoll Steine zusammengebaut werden, bevor der nächste Schritt kommt. Nein, es geht da mehr ab. Aber es lässt sich gut nachbauen. Alles wird ausgeweißt, was man gebaut hat und das neue kommt in Vollfarbe dazu. Lässt sich einmal frei nachbauen. Wie gesagt, Sohnemann hat keine Schwierigkeiten gehabt. An der einen oder anderen Stelle hat er mich mal gebeten, ein bisschen mit zuzudrücken. Aber es war, glaube ich, nur zweimal da vorne und das war dann über die eine längere Plate. Also, ich finde Preis-Leistung super. Ich kann es empfehlen. Und ich denke, ich werde so eine Männchen noch den einen oder anderen kleinen Auto aus der Serie holen, aber die kleineren. Weil ich hatte ja eben das Cornerhaus, ne? Und dann habe ich natürlich noch Moment, andere Seite, wo sieht man es? Nein, ich muss es so machen, sonst sieht man gar nichts. Arc de Triomphe. Und da drüben steht noch Notre Dame. Ich hatte ältere Sachen. Und das ist Neueres. Also Neues auch schon ein paar Monate, aber Neueres als die anderen. Ich bin nach wie vor begeistert von Wangi. Wangi gehört für mich zu den Top-Herstellern auf dem Markt. Ja. Genau. Ich glaube, das war alles. Mehr wollte ich sagen. Für junge Baumeister
tipptopp. Ihr kriegt das in diversen kleineren Klemmbausteinhändlern in Deutschland. Ich habe den, glaube ich, bei Tim's Klemmbaustein Shop oder Klemmshop oder so, Tim's Blabla geholt. Es gibt aber noch einige andere. Ne, ihr findet das. Gebt es einfach ein, findet ihr schnell. Okay? Also, in dem Fall macht's gut, baut schön und habt viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Bye bye.